So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars. Hier sind wir stehen geblieben. Wie gesagt, ich nehme alle Quests mit, die ich machen kann. So, man kann ja hier rumhopsen. Ich habe... Ah ja, ein Briefkasten ist da unten. So. Da können wir noch nicht ran. Ah, stimmt, genau. Meister Orgus erzählt nur Gutes von euch. Er sagt, ihr wärt der talentierteste Padawan, den er jemals ausgebildet hätte. Die Macht fließt durch euch. Sie verleiht euch Stärke. Ihr habt das Potenzial, ein großer Kämpfer unseres Ordens zu werden. Aber zuerst müsst ihr lernen, eure Fähigkeiten zu konzentrieren. Ihr müsst euch entscheiden, welchen Weg ihr beschreiten wollt. Ich spüre, dass ihr große Weisheit mit mir teilen wollt. Meister Orgus erwähnte eure überragenden Kampfkünste. Allerdings vergaß er, euren bewundernswerten Durst nach Wissen zu erwähnen. Die Jedi sind die Beschützer der Republik. In dieser Rolle müssen wir eine bittere Wahrheit akzeptieren. Um den Frieden zu wahren, müssen wir häufig Krieger sein. Einige Krieger werden zu Geißeln der Gewalt, lebende Waffen, die dem Licht dienen. Andere werden zu unerschütterlichen Verteidigern, Hüter, die andere beschützen. Was würdet ihr mir empfehlen, Meister Nimi? Jeder Stil hat Vorteile. Manchmal müssen wir schnell und hart zuschlagen. Manchmal ist unerschütterlicher Widerstand erforderlich. Denkt gut über eure Entscheidung nach, denn sie wird euer Schicksal bestimmen. Wir haben uns ja schon entschieden. So, jetzt gucken wir mal. Wir müssen natürlich auch Dings machen. Uns Berufe aussuchen. Was haben wir denn hier? Ah ja, okay. Okay. Das war nur eine die Warnung, dass das Spiel Wartungsarbeiten oder so. Toga wata kiko uba kiri wata buki donko. Buka kampak nijit tonka yiliska chanaga. Stufe 13. Der Gebrauch des Lichtschwerts ist Kunst und Wissenschaft zugleich. Wir können jederzeit zusammen üben. So, jetzt wollen wir mal gucken. Was nehmen wir denn? Rüstungsbau. Fertigung brauchen wir nicht. Waffenbau. Ich würde mal sagen, Rüstungsbau nehmen wir mal. Erstmal Rüstungsbau. Achso, den haben wir ja noch drin. Oh, Robe des Reisenden.
Rüstungsbau. Was haben wir denn da? Aha, das wäre sowas. Leitflüssiger Dash Quarz. Geplündertes Metall ersten Grades. Das wird jetzt schwierig. Natürlich die Punkte einsammeln. Was haben wir denn hier so? Geplündertes Metall. Man kann es ja wohl da entwöhnen. Achso. Hier kann man noch gucken. Ja, ist jetzt heute mal eine andere Folge. Ich muss mal kämpfen. So, sollen wir hier hacken? Ah, warte mal. Archäologie, ist das hier dabei? Ja. Ach nee, das ist ja Dings bloß. Ah, ja. Ja, Archäologie brauche ich nicht, wa? Das Quarz. Das glaube ich unter mir handeln. Plündern, warte mal, wir gucken mal hier. Plündern, plündern, plündern. Plündernde Metalle da. Ab, du kannst gleich mal. Okay, plündern. Schuhmeisterschaft, warte mal, was braucht man noch so? Rüstung. Geplündertes Metall Dash, okay. Geplündertes Gemisch Quarz. Handwerksmaterial, ersten und zweiten Grades. Dann können wir ja schon mal. Unterweltmetall, siehst du? Unterwelthandel brauchen wir jetzt noch, wunderbar. Ist ja auch schon. Was schießt du rum hier? Bist du blöd oder was, Alter? Was bist du? Unterwelthandel. Zack. Zack, zack, zack. Wunderbar, da haben wir das auch. Was ist das hier? Das ist nichts. Nichts mehr zum Anquatschen. Nö.
Ah, wunderbar. Mensch. So, jetzt haben wir alles. Ah. Geplündertes Metalle ersten Grades. Das erstmal so. Machen wir das auch erstmal. So, jetzt gehen wir weiter zu der Ministerin. Erstmal mit dem Minister und dann mit der Senatorin oder was das sein soll da. So. Bemrati Haivo, Semper Finst Jim, Unisan, Dumul Ganyor Nord. Danke, dass ihr so kurzfristig für mich Zeit hattet. Ich bin Senatorin Vanaha Keil. Vergebt meine Direktheit, aber Zeit ist ein Luxus, den ich mir nicht gönnen kann. Wie ihr vielleicht wisst, ist Coruscant von Flüchtlingen vor der imperialen Tyrannei überschwemmt. Viele sind schon seit Ausbruch des Krieges hier. Die Flüchtlinge haben den alten galaktischen Markt übernommen und sich in Läden und Lagerhäusern verschanzt, die während der Plünderung von Coruscant aufgegeben wurden. Sie weigern sich zu verschwinden. Es muss doch einen besseren Ort für diese Flüchtlinge geben. Wir haben ihnen angeboten, sie auf fremden Planeten anzusiedeln. Aber sie verlangen, hier zu bleiben. Wie so oft, wenn Angst und Armut vorherrschen, hat sich ein kriminelles Element erhoben, um die Situation auszunutzen. Die Händlergilde der Migranten war ursprünglich eine politische Gruppe, um die Interessen der Flüchtlinge zu vertreten. Über die Jahre hat sie sich zu einem skrupellosen und mörderischen Verbrechersyndikat gewandelt. Als ob diese Leute nicht schon genug Probleme hätten. Jetzt werden sie auch noch von Gangstern unterdrückt. Diese Verbrecher beuten genau die aus, die ihre Gilde angeblich beschützt. Sie herrschen durch Einschüchterung und Erpressung. Die Händlergilde der Migranten ist extrem aggressiv und gefährlich geworden. Ihre Vollstrecker haben sich mit Militärwaffen ausgestattet. Heute sind ihre Schläger auf die Straßen gegangen. Sie haben unser Sicherheitspersonal angegriffen, Feuer gelegt und Aufstände angezettelt. Wir stehen einem bewaffneten Aufruhr gegenüber. Haben diese Verbrecher irgendwelche Forderungen gestellt? Sie scheinen es nur auf Zerstörung abgesehen zu haben. Generationenlang war der alte galaktische Markt die zentrale Umschlagstelle für den Handel auf Coruscant. Er ist nicht nur von großer wirtschaftlicher Bedeutung, sondern auch ein Symbol für die Freiheit der Republik. Die Kommkanäle sind gestört. Wir haben den Kontakt zu unseren Sicherheitskräften verloren. Ich brauche eure Hilfe, um diese Krise zu beenden. Die Verbrecher dürfen nicht gewinnen. Ich werde mich darauf konzentrieren, die Leute zu retten, die zwischen den Fronten festgenagelt sind. Es ist nicht die Pflicht eines Jedi, die Verbrecher zu strafen. Ich vermute, dass sie sich selbst strafen, indem sie euch angreifen. Tut, was immer nötig ist, um unschuldige Leben vor diesem kriminellen Abschaum zu beschützen. Sucht meinen Sicherheitschef, Captain Winborn, auf. Er wird euch helfen. Viel Glück. Du machst das gleich normal, mein Freund. Versagen ist nicht. So, jetzt machen wir mal noch. Geht's da lang? Tatsache. So. Was ist los? Du erinnerst dich an Meisterin Kuvix und ihren Padawan Kira? Das hier sind General Fasatra und Dr. Eli Tarnes. Wir reden gerade darüber, wieso die Republik im Geheimen eine Waffe gebaut hat, die ganze Planeten zerstören kann, ohne zuvor die Jedi zu konsultieren. Meine Arbeit kann man kaum als Waffe bezeichnen. Es ist die humanste Militärtechnologie, die jemals erfunden wurde. Einmal aktiviert, überlädt der Planetenfänger die obere Atmosphäre eines Planeten und verwandelt ihn in eine riesige Ionenkanone. Jedes Raumschiff, das den Planeten anfliegt oder verlässt, wird vollständig außer Gefecht gesetzt. Die ideale Kontrolle von Feinden, ohne Opfer. Habt ihr die Sicherheit dieses Planetenfängers getestet?
Wir waren dabei, einen Feldtest zu starten, als diese sinnlose Debatte begann. Ungeachtet dessen habt ihr es zugelassen, dass eure Dateien mit den Entwürfen von gewöhnlichen Dieben gestohlen wurden. Ich bezweifle, dass die Diebe überhaupt ahnen, was sie da haben. Außerdem sind die Dateien verschlüsselt. Unsere Leute folgen jeder möglichen Spur. Bei allem Respekt, alter Freund. Meint ihr nicht, es ist an der Zeit, dass die Jedi eingreifen? Meisterin Kiwix und ich müssen mit dem obersten Kanzler sprechen. Ich brauche dich hier, um diese Entwürfe zu finden. Ich werde euch nicht enttäuschen. Du bleibst auch hier, Kira. Deine Kompetenz in Sachen Sicherheit könnte von Nutzen sein. General, wir haben eine Spur der Diebe. Das ist Agent Galen vom Strategischen Informationsdienst. Agent Galen, diese jungen Jedi werden euch unterstützen. Vor 32 Stunden haben Diebe ein Militärlager überfallen. Sie haben Waffen, Versorgungsgüter und Dateien über das Planetenfängerprojekt gestohlen. Der Anführer der Diebe hat einen Fehler gemacht und sein Gesicht einer Überwachungskamera gezeigt. Wir konnten ihn in unserer Verbrecherdatenbank finden. Vistis, ein rhodianischer Schmuggler, der sogenannten Händlergilde der Migranten angehört. Ein Haufen gemeiner Verbrecher. Warum sollten fremdartige Verbrecher ein Militärlager ausrauben? Es ist Zeit, mit dieser Gilde zu reden. Niemand redet mit diesen Mördern. Die Gilde ist ein gewalttätiges, gut bewaffnetes Verbrecherkartell. Nur ein Jedi könnte in ihr Hauptquartier einbrechen. Oh je, ich muss mich einen Moment hinsetzen. Entschuldigt mich. Agent Galen, benutzen wir doch euer praktisches Sicherheitsnetzwerk, um die Verbrecher abzulenken. So haben mein Freund und der Dieb ein wenig Zeit für sich. Wenn ihr wisst, es findet, kontaktiert mich. Die Dateien haben oberste Priorität. Aber versucht auch, das übrige Diebesgut zurückzuholen. Viel Glück. So, wie ihr seht, haben wir das jetzt geplünderte Metalle. Jetzt geht's weiter mit Nico. So, das war's aber für diesen Part. Das ist schon wieder drüber. Wir sehen uns beim nächsten Part. Haut rein und tschüss.